Hallo und herzlich willkommen wieder bei der Mutti. Wenn man letzte Folge war ja leider ein Special, weil Robert vergessen hat, seine Rasse umzustellen. Aber man hat ja gesehen, mit dem Cannon Rush kann man alles erreichen. Deswegen gibt es heute keinen Cannon Rush. Heute gibt's kein Cannon Heute Rush. gibt es keinen Cannon Rush. Heute gibt es ganz normales Skelettere mit Echsen und sowas. Und ja, mal gucken. Wir haben ja immer noch das Ziel, in die Als Platin-Liga zu kommen. Zerg und Toss, Genau. Zosterk. wann würden eigentlich die Dings geschlossen, die Liga? Am 25. Ende Oh, dieser Saison. das ist ja nicht mehr lang. Aber dieses. Moment, Moment, stimmt, dann wird die Liga geschlossen. Ist vielleicht das Problem, dass wir vielleicht gar nicht mehr aufsteigen? Das kann durchaus sein. Schauen wir mal. Ich weiß es Dann gar nicht. vielleicht nächste Saison. Vielleicht nächste Saison, wäre vielleicht sogar besser gleich gerankt. So, dann geht's auch schon los. Ferne Ebene gegen Toszerk. Ja. Nikomit und Kyborg. Dann werde ich wohl. Was spiele ich denn da? Zerg. Das ist eine große Ling. Map. Vierer-Map. Ling. Ling Mutas oder sowas. Gegen Mutas ist immer gut, gegen Toss. Toss sind abgenervt davon. Ja? Also ich hasse das. Das stresst mich voll. Dann musst du nämlich auf Flieger gehen. Ja, oder auf der, ja, musst du Flieger, ja. Als Toss musst du eigentlich sowieso immer auf Flieger gehen. Aber ich gehe nicht auf Flieger. Gleich später. Könntest ja mal Dark Templar spielen mit Blink Upgrade. Habe ich noch nie gespielt, also ich weiß nicht. So, dann geht's schon los. Nee, ich werde einen stinknormalen Adepten-Opening eröffnen und dann mal gucken. Was sich so das Spiel so ergibt. Mal sehen, was der Gegner baut. Mal sehen, was der Robot baut. Ah, das habe ich wieder falsch geschrieben. Sehr schön. Nicht schlimm. So, Pylon läuft. Overlord läuft. Drohnen kommen. Dann werde ich gleich mal exen. Das mache ich auch gleich. Erstmal noch ein paar Drohnen adden. Drei Drohnen noch und jetzt kommt dann die Echse. So. Echse kommt. Na, Exe kommt bei mir erst bei 19. Da müsste ich schon so die nächste nehmen. Hier scheinen sie nicht zu sein. Nein. So, brauchen wir jetzt den Pool. So, jetzt kommen die 19, jetzt gehen wir auf zur Exe. Na, natürlich hier vorne die Exe. Das kommt. Ja, lauf, lauf. Den tun wir noch nicht, wo sie sind. Die aber auch nicht, haben auch nicht gescoutet. Sind wahrscheinlich links gegenüber, oder? Da, wo du scoutest. Weiß ich nicht. Oder sind direkt gegenüber. Also hier links außen. Also den ganz langen Weg. Ja, der Genau. hätte jetzt für mich schon eine Echse gesehen. Oder es kommt halt irgendwas Hartes. Okay, da. Da Ja, kommt. sind sie. Doppelgate. Doppelgate und bestimmt schon Pool fertig. Kann schon sein. Muss den Pool scouten. Ne, Ja, da steht, da steht Pool schon. steht schon. Da ist schon eine Sonde bei uns drin. Na, ich sehe schon. Wo ich gleich liege. Na los, komm. So, Gas. Hatten die draußen Ja. geäxt? Hast du nicht gesehen, ne? Ich kann noch mal gucken gehen. Aber ich glaube nicht. Pylon dürfte auch nirgends bestehen. Bei uns. So, dann etwa Arbeiter. Na, die Echsen jetzt erst, okay, ist aber spät. Das ist sehr spät. Also, ich hatte so Angst vor Cannon Rush. Ja, aber alleine. Ja. So, 31, nee, 35 muss ich erst. Irgendwas mit Zirkel Nee. des Zwielichts, Bauter. Deine Arbeit ist jetzt tot. Warum ist ein Arbeiter von mir? Weiß ich nicht, da ist anscheinend ein Wegpunkt hin. Oh ja. Nee, ist nicht. Die Erstgeborenen werden Wer obsolet. weiß, keine Ahnung. Wo werden
Pylone setzen. Darf man So, nicht gucken wir mal, vergessen. ob wir die Exelect bekommen. Die müssen wir denyen ein bisschen. Ja, dann sind wir sehr im Vorteil. Oh, der bricht sie nicht ab. Der hat keine Speedlinge. Ich hab sie Keine bekommen. Speedlinge? Sehr Nein. schön, Glückwunsch. Exe ist weg. Das war teuer, hätte abbrechen können. Naja. Das war richtig teuer bei denen. Der ist der erste raus. Du hast das erste raus, okay. Was ist heute los? Okay. Was ist denn nur los? Ja. Hab doch gar nichts gemacht. Ich habe nur eine Echse weggenommen. Tja, keine Ahnung. Was passiert? Komisch. Können auch gleich ein Go machen. Ich habe gleich Truppen ohne Ende. Kann man machen. Dann mache ich noch ein paar Linge mehr. Wenigstens die Zerg-Dings rausnehmen. Zerg-Worker, dass der DS-Einkommen nicht hat. So, ich gehe schon mal los. Du bist eh schneller als Ja, ich. ich bin schneller. So, ich setze mir jetzt ein paar, paar Cannons in die Ecke. Weil ich habe langsam absolute Phobie gegen diese Orakel. Ja, immer, das ist immer wichtig. Einen kennen oder so. Ja. Schmiede brauchen wir eh für Upgrades, also passt schon. Bist ja immer noch nicht da. Mensch, bin ich ja Jetzt bin ich echt. da. Die nur die Linke. Ich bin auf jeden Fall schon mal oben. Void Race. Und Schaden ohne Ende. Dann gehe ich jetzt auf. Bin der Dings Gutmutas oder lieber auf Hydras? Hydras eigentlich besser. Ich gehe auf Mutas. Ich weiß, was ich vergessen habe. Upgrade für die Adepten. Ja. Aber er hatte noch nicht geäxt draußen. So stark sind die anscheinend nicht. Vorwärts. Nee, scheint nicht so stark zu sein. Aber die kommen jetzt. Ja. Base Trade, ja. Die kommen. Aber ohne Move-Befehl, also ohne. Jetzt haben sie Attack-Move. Ich habe schon die Hälfte der Armee rausgenommen. Sehr schön. Aber die Führer sind noch da. Ach, da warst du schon. Ich habe noch nicht mal was gebaut. Ich habe mich total verbaut. Können wir gleich noch eine Folge dranhängen? Ja, aber gleich weiter. Gleich nächste Runde. Das war ja echt schwach. Was waren das, die denn? Weiß ich nicht. Das war. Nicht gerankt. Nicht gerankt. Und sonst gar nichts. Nee, gar nicht. Im Übrigen sind wir jetzt in Goldliga Platz 1. Oh lala. Hm. Vielleicht steigt man doch noch auf. Ja, ich glaube nicht. Also das MMR sagt nein. Wenn das voll ist, müssen wir aufsteigen. Ist noch nicht voll. Haben wir schon 19 zu 16 Siege, also theoretisch ist das nicht mehr unsere Liga. Das MMR ist 3-5. Was haben die anderen bei uns in der Liga? Kann. Warte. Es geht schon weiter. Ach, es geht schon weiter. Können wir das nächste Mal gucken. Und dann spielen wir jetzt auf Magmamin gegen Tosterk. Wieder dasselbe wie eben. Genau. Gegen Bedak als Clan. Kann ich nicht sagen, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Ich wollte jetzt gerade schon eine Sonde losschicken, aber gut, das Gezucke schon so. Für einen Cannon Rush. Ihr könnt ihr jetzt Cannon Rush Link bauen. Theoretisch. Könntet ihr, ja, bei der kurzen Map auf jeden Fall, sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Nach dem Pylonen werde ich auf jeden Fall eine Sonde drüber schicken. Dass die auch gleich. Naja, gut. Denke ich mal nicht, dass die jetzt gleich kommen. Glaube ich nicht. Da müssten sie eigentlich schon längst da sein. Willst du die Gold oder darf ich die Gold? Ich würde die Gold gerne nehmen. Dann nimm du die Gold. Kann nicht mehr Linge produzieren. Werde ich gleich die Echse nehmen. So, was haben wir hier Schönes? Ein Torspieler, der noch nichts hat. Gasnutter? Ach, der Overlord kommt zu dir, okay. So, sonst haben wir hier noch keinen Pool. Aber ganz schön frühes Gas. Ja? Finde ich, ja, meins kommt jetzt erst. Das ist ja jetzt schon fast fertig. Okay. Also, Exe hat auf der Gold. Okay, und die habe ich auch. So, ich habe meine Exe. Nein, lass mich in Ruhe.
Aber hat noch keinen Pool, ne? Okay. Tja, wer weiß. So, ich bin noch direkt im... Ich brauche... Nein, ich brauche eine Pylone, verdammt. Hat immer noch... Doch, jetzt hat er einen Pool. Dann verpisse ich mich jetzt. Was brauche ich jetzt? Queen, noch eine Queen und dann noch ein Overlord. So, erster Adapt läuft. Okay. Ja, dann macht doch gleich das Upgrade für die Lingers, komm Speed Linger sofort. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ja, das will den Obi nicht klauen. Dürfte nicht bekommen eigentlich. Wenn ich Glück habe. Okay. Ja, wird eng. Meine Sonne wird angegriffen. Nee, kriegt er nicht. Ich hab noch nichts. Ich bräuchte nur ein Stück. Doch, ich hab schon was. Wir dienen mit Stolz. Bonus, Scoutlinge. Ja. So, jetzt muss ich für Dings hier bauen. Die Gates. Dann bauen wir den Abwehr Luftabwehrturm, da noch ein Luftabwehrturm. Drohnen. Sonden. Und mehr Overlords. Könnte aber sein, dass sie dann auch gleich einen Push machen, weil der Toss hat noch nicht geäxt. Immer noch nicht. Ich weiß es nicht. Da steht ein Obi. Ja, da guckt nur. Hier stehen überall Obis. Also wenn du einen Stalker hast oder so. Hab ich nicht. Kann ich auch noch nicht bauen. Da kommen jetzt Linge anscheinend. Jede Menge? Bauen etliche. Dann brauche ich auch eine Hilfe bei dir, von mir. Ja, das war doch nicht. Ich habe meinen Exe abgebrochen und 6 Traktor gebaut. So, wir können los. Ohne. Okay. Bin ich schneller? Naja. Schaden? Niemand kann uns aufhalten. Okay. Die Schlacht wartet. Schaben sind surrounded, die sind gleich weg. Alles schick bei dir oben, bist du tot? Ja, passt. Komm bestimmt jetzt zurück. Die werden jetzt gleich kommen. Also wir hatten die gar nicht, oder? Hat der geäxtet Toss, weißt du das? Nö, ich habe keine gesehen. Hat ja, auf jeden Fall keine Fliege gebaut. Es kommen auf jeden Fall jetzt viele Schaben kommen jetzt, ne? Ich habe ja schon die Forge gebaut. Da kommen sie jetzt, die Adepten. Oh ja, jede Menge. Wir müssen uns auf jeden Fall zusammensetzen und gehen. Die Echse darf ich nicht verlieren. Ja, ist alles okay. Die Erstgeborenen. Da stehen sie schon, die Schaben. Ehre den Dai Lam. Okay.
Das war's wohl. So, ich baue jetzt gleich Flieger. Noch einmal hochdrohen. So, kann ich meine Hexe besetzen. Ich baue noch ein paar wieder Abwehrtürmchen. Gehe ich in die nächste Hexe nehmen. Ich geh mal gucken, ob ich mit meinen Adepten was erreiche. Die ist saturiert, die ist versaturiert. Nur ich kann dann noch nachher gleich 13 Flieger bauen, also. Plus minus, wenn immer mehr. Vorwärts. Diesmal dahin. Mal welche abziehen dahin. Kann man das Gas noch saturieren? Kannst du noch da rein? Und noch da rein. Und natürlich nicht vergessen. Immer zu injecten. Das mache ich auch so selten, oder? Nicht immer. Die Erstgeborenen werden siegen. Vorwärts. Oh, der erste ist raus, okay. Na, ich mach grad die Echo weg. Sehr schön. Schönes Spiel. Gewonnen. Die haben wir wohl im Grund und Boden gespielt. Läuft, was ist denn los? Ja, heute ist ein guter Tag. So, da würde ich sagen, wir sehen uns in der Endcard, oder? Wir sehen uns in der Endcard. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss, tschüss. Und da sind wir auch schon im Abspann. Wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr uns was Nettes in die Kommentare schreibt. Wenn ihr sehen wollt, ob unsere Siegesserie weitergeht, schaltet auch morgen wieder ein. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert doch den Channel. Und dann findet ihr wie immer oben rechts unser StarCraft-Projekt und unten rechts unser Minecraft-Projekt. In diesem Sinne, ciao, eure Mundmeerwande.